Und wir müssen raggen. Vorher können wir da nicht reinstürmen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bed Wars. Oh yeah. Gut, wir spielen 4x4 auf der Map Sky Village und ich habe eben schon zwei Runden aufgenommen. Als allererstes habe ich eine Challenge aufgenommen. Die lief okay. Okay, Rot hat nur noch ein Team und wir sind zu zweit. Super. Im Moment läuft es alles nicht. Also die Challenge war okay, muss ich sagen. Es war okay. Aber generell bei Bed Wars, ich weiß nicht, irgendwie ist gerade der Wurm drinne. Weil, ja, keine Ahnung, ich krieg nichts mehr gerissen, leider. Überhaupt nichts mehr. Und, ja, das ist ein bisschen merkwürdig und frustriert auch ein bisschen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Challenge hochladen soll. Und hier lieben auch gerade alle. Es läuft einfach nicht. Ich will eine normale, spannende, coole Runde, aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Egal. Ja, wenn ich die Challenge trotzdem hochladen soll, also ich meine, sie ist nicht schlecht gelaufen, sie ist nicht schlecht gelaufen. Sie war bloß etwas langgezogen, würde ich sagen, aber auch nicht länger als 20 Minuten. Aber irgendwie trotzdem langatmig, hatte ich das Gefühl. Dann schreibt es einfach in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und ich würde sagen, einfach bei 10 Likes oder so lade ich die dann auf jeden Fall hoch. Einfach so, dass ihr so einen kleinen Ansporn habt zu bewerten. Vielleicht, ja, genau. Machen wir das mal ganz so, handeln wir das so. Und jetzt versuchen wir aber eine ordentliche Runde mal auf die Reihe zu kriegen. Mein Eisen. So, ich will nämlich auch ein bisschen was. Du hast dir bestimmt schon was geholt, obwohl. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Erstmal Kisten wären ganz wichtig. Erstmal zwei Kisten. Die könnten wir dann hier platzieren. So, Bett ist. Achso, da war schon eine Kiste. Ups. Egal. Und dann würde ich sagen, holen wir uns ein paar Rüstungen. Die wir hier schon mal reinpacken. Ich werde jetzt selbst keine nehmen erstmal. Dann werden wir uns ein paar Spitzhacken nehmen, die wir hier reinpacken. Dass wir erstmal so Grundmittel haben im Prinzip. Hier können wir noch ein bisschen was holen. Davon werden wir uns Schwerter holen, davon ein paar Blöcke. Und dann werden wir uns rüberbauen. So, Blöcke und Schwerter. Und auch das kann in die Truhe rein. Und dann haben wir schon mal so eine gewisse Grundversorgung vorhanden. Haben wir uns schon zur Mitte gebaut? Sind wir schon in der Mitte gerade? Bett von Team Blau wurde abgebaut. Nice, das dürfte dann unserer gewesen sein. Geh weg. Geh weg, ich habe nichts. Ich habe nichts. Okay. Nice, auf jeden Fall. Gut gekämpft, am Anfang noch gut getroffen. Und dann meinte er so, nö, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Okay, aber jetzt bin ich down. Aber wir haben ja ein bisschen vorgesorgt. Von daher können wir uns da gleich was nehmen und drauf losstürmen, falls der Grüne jetzt in unsere Richtung marschieren will. War da gerade jemand? Nee. Mir war irgendwie so. Aus dem Augenwinkel, als wäre da jemand gewesen. Das ist natürlich clever, dass er uns jetzt hier so ein bisschen runterhauen will. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Da ist noch ein Gelber. Ah nee, gelb sind wir. Sind wir gelb? Ja. Wir scheinen gelb zu sein. Sehr gut. Der Gelbe hat also gute Arbeit da geleistet. Das komplette blaue Team irgendwie ausgelöscht. Okay, einen hatten wir. Grün. Kommen wir zu grün durch? Mist, einer kommt leider raus gerade. Aber der sieht uns nicht. Also wenn wir jetzt hier an dieser Stelle mal sneaken, könnte das was werden. So, wir sind hier, aber die bauen leider, wuseln da alle so ein bisschen rum. Ich hoffe, der hat mich gerade nicht gesehen. Das wäre sehr gut. Weil wir haben... Gelb-Team, ne? Ach so. Okay. Nein, wir sind gelb. Mann, ich weiß immer nicht, wer wir sind. Das Problem ist, da sind mir gerade zu viele drin. Einer wird sicherlich aufmerksam sein. Einer wird aufmerksam sein. Da sind gerade drei oder vier Stück von denen drin. Das ist sehr gefährlich, da durchzustürmen. Das werde ich nicht schaffen. Ich habe nur drei Herzen. Selbst wenn die Fäuste haben, wird das nicht gut gehen. Einer ist da hinten irgendwie. Komm. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Jo, und laufen direkt jemanden in die Arme. Direkt jemanden in die Arme laufen ist immer super. So, komm. Schnetzeln wir hier wenigstens ein bisschen rum. Keine Ahnung. Das hat nicht gut geklappt, aber wir sind immerhin bis dahin gekommen. Das ist auch schon mal was. Nur Pech gehabt, dass wir vorher so ein Vorbattle schon hatten.
was uns deutlich geschwächt hat. Vielleicht reicht unser ja hier wieder so einige Dinge. Mit Rot werden wir garantiert nicht teamen, aber vielleicht gucken wir mal hier in die Mitte, wie viel Gold da mittlerweile schon ist. Nämlich schon ein bisschen, ja. 10 Gold. Oder 11 Gold. Lässt sich definitiv sehen. Ich habe da gerade jemanden gesehen. Irgendwo. Ist schon wieder ein Gold. Würde schon für eine Enderperle reichen. Irgendwo war doch hier jemand. Keine Ahnung wo. Aber wir werden erstmal zurücklaufen mit dem ganzen Gold. Und mal schauen, was wir uns davon holen. Bogen und ein Eisenschwert wären natürlich drin. Ich wäre auch sehr, sehr gerne für eine Gravitationsgranate. Okay, unser scheint schon wieder da drüben zu sein. Gravitationsgranate würde jetzt auch fast gehen. Ein Gold fehlt uns dazu noch. Was würde gehen? Die Frage ist, die werden sicherlich Bögen haben. Und demzufolge werden die da sicherlich uns abschießen. Könnte sein. Essen will ich eigentlich. Mal sehen, ob das Bett von denen gleich fällt. Ne, unser wurde jetzt getötet. Aber eine Gravitationsgranate. Puh, das ist riskant auf jeden Fall. Das ist echt riskant. Aber wir versuchen es. Warum nicht? Warum nicht? So, dann würde ich aber garantiert noch ein bisschen mehr Rüstung wollen. So. Ah, gib mir das. Gib mir das. Ja. Gut. Wunderbar. Dann so. 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 Spitzhacke brauchen wir denn eigentlich nicht oder so. Nur Rüstung anziehen. Das hier hin. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wie sieht es gerade aus? In der Mitte scheint keiner zu sein. Wir müssten eigentlich nur durchkommen. Bis zum Bett, die dann werfen und dann irgendwie nach Möglichkeit raus oder so. Oh, oh, oh. Da ist schon Pfeil und Bogen. Den müssen wir definitiv umhauen. So, sehr gut. Der hat aber Pfeil und Bogen. Das könnte problematisch werden. Mal schauen. Okay, der hat nur ein Rückschussstäbchen. Nur ist gut. Ich treffe ihn kaum. Scheiße. Kacke. Das war ja wieder klar, dass wir an dem Rückstoßstab scheitern. Mist nochmal. Mist, 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 Mist. Natürlich die schöne Gravitationsgranate weg. Aber wir müssen eigentlich nur nachsetzen. Wenn wir jetzt nachsetzen, der eine war ziemlich down, der andere dürfte auch nicht mehr so viel haben. Der da drüben holt gerade das Gold von den anderen. Okay, das lohnt sich dann natürlich auch irgendwie. Aber die werden jetzt einen Bogen haben. Und das könnte ein bisschen schwierig werden dann, dagegen anzustürmen. Immer einer guckt gerade in unsere Richtung, aber baut sich da auch gerade zu. Die anderen sind drinne, glaube ich. Komm, wir gehen da jetzt einfach rein. So, komm, 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 komm. Nice. Oh nein, der hat einen Bogen, der hat einen Bogen und der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Oh, fuck. Warum hat denn da so ein unbewaffneter einen Bogen? Wie soll ich damit rechnen? Aber egal, weiter nachsetzen, immer weiter. Und der andere besorgt Gold und der wird sicherlich einen Plan haben, wie wir das Team zu Fall kriegen werden. Wir müssen jetzt einfach immer hinlaufen und töten und die möglichst down halten. Das wäre, denke ich, das Wichtigste im Moment. Allerdings, wenn sich da einer postiert mit Bogen, war es das schon. Und der hat einen Bogen. Okay, das können wir schon mal vergessen. Die Taktik wird nicht mehr so leicht klappen. Dann werden wir mal das Gold hier in der Mitte holen. Mal sehen, wie viel das sein wird. Der andere war bestimmt auch vor kurzem erst hier. Ja, 8 Gold. Ist okay. Kann man sicherlich schon das eine oder andere draus machen. Zu Rot könnte man natürlich auch irgendwann. Der wird sein Gold auch horten wie nix. Der andere ist bei Blau, glaube ich. Oder war bei Blau. Ich weiß es nicht. Wir hüpfen erstmal ein bisschen zurück. Und was machen wir dann? Das ist die große Frage. Bogen, Eisenschwert, beides? Beides wäre drin. Oder Enderperle. Damit wir die wieder verschwenden können. Erstmal können wir hier ein bisschen Eisen nehmen. Ein bisschen Bronze. Und ich bin gerade am Abkotzen hier. So, dann holen wir uns ein bisschen Futter. Futti, Futti, Futti. Dann noch die besten Rüstungen. Schwupps. Und dann können wir uns noch 2 Schwerter oder so leisten. Schwupps. So, so.
Eine können wir uns dann gleich mal anziehen und der Rest kann hier rein. Haben wir auch hier wieder ein bisschen was auf Reserve. Dann holen wir uns noch so das übliche Zeug. Also die Billigrüstung. Bam. Was tue ich hier immer? Wenn man sich einmal so ein bisschen verklickt, ne, dann ist man schon gleich aus dem Rhythmus raus. Dann klappt das schon nicht mehr alles so, wie man will. Ich könnte mir auch den besten Bogen holen. Wollen wir das mal machen? Ich habe zwar überlegt, erst Eisenschwert ist vielleicht ein bisschen geiler, aber 4 Gold fehlen uns dazu. Warte mal, war hier nicht noch Gold drin? Ja, 1 Gold noch. Dann wären wir so richtig overpowered ausgerüstet. So, da haben wir eins. Könnten wir noch eine Eisenspitzhacke mit dazu nehmen und wären so richtig gut ausgerüstet. Wenn der einen Plan haben sollte, wäre das eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. So, und Spitzhacke nehmen wir auch noch. Alles klar. Dann kann das und das hier rein. Baumaterialien wären sicherlich nicht schlecht. Nehmen wir mal davon ein bisschen was. So, so und ansonsten vielleicht Schafe noch im Notfall planten oder sowas. Aber eigentlich sollte das, denke ich, reichen, was wir hier so haben. Dann müssen wir mal gucken, ob die Mitte frei ist. Ich denke, das sieht aus wie unser. Wenn wir jetzt runtergeballert werden, einfach wäre das sehr, sehr traurig. Jetzt, wo wir Eisenschwert, Eisenspitzhacke plus den besten Bogen hätten. Das wäre wirklich traurig. Das wäre sehr, sehr traurig. Okay, da kommt einer. Du fliegst mal runter. Okay, einer sitzt da noch. Alles klar. Der beballert uns da. Aber wir können auch schießen. Wir könnten uns vielleicht erstmal so ein bisschen Schutz aufbauen, wenn denn mal was ist. Dass wir da so ein bisschen was haben. Okay, der versucht wieder zu stürmen. Soll er machen. Soll er machen. Und okay, das war down. Alles klar. Der versucht also so ein bisschen Kamikaze-mäßig zu agieren, während die anderen ihm Deckung geben, beziehungsweise nicht Deckung geben, uns in Arbeit halten. Das heißt, der dürfte ja bald wieder ankommen. Hier sind wir erstmal einigermaßen sicher und wir können das Gold horten. Und daraus irgendwas Cooles bauen dann. So, wie mit Legosteinen können wir uns dann aus dem Gold irgendwas Schniekes machen. So. Geh mal sterben. Oh, ausgewichen. Was? Ich treffe nicht. Stirb. Okay. Aber den treffe ich von der Seite auch, glaube ich. Ja. So, nochmal und einmal noch. Okay, den haben wir. Ich würde das jetzt richtig gerne abbauen wollen. Ich glaube, das mache ich auch mal ganz schnell. So, ist natürlich ein bisschen riskant. So, okay. Oh, im Moment ist da gerade gar keiner. Hat der einen Bogen, der Typ da hinten? Ja, der hat einen Bogen. Das heißt, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir geben ihm so ein bisschen Deckung. Oh ja, getroffen einmal. Aber er sollte da schleunigst wegkommen. Er sollte schleunigst zurücklaufen. Nochmal getroffen. Da die Position ist gerade ganz gut. Okay. Okay, da kommt er wieder mit dem Bogen. Oh, wieder getroffen. So, da versucht wieder er hier sein Glück. Einfach in die Mitte schießen, dann klappt das schon irgendwie. So, ah, okay, da steht er. Alles klar. Ich weiß nicht. Ah, ein bisschen weiter nach rechts noch. Komm schon, wir müssen ihn treffen. Ah, Mann. Mann, 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 wir machen viel Schaden mit uns. Oh, jetzt. Ah, fuck, wäre er noch einen Moment stehen geblieben, hätten wir ihn vielleicht bekommen. Komm, 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 komm. Da kann es schon nicht so schlecht sein, die Höhe und alles. Keine Ahnung. Er holt gerade Gold. In Ordnung. Wir sind vollkommen fit noch. Von da hinten kommen die Pfeile. Hat sich da so einen kleinen Bunker gebaut. Soll er machen? Soll er machen? So, gehen wir mal ein. Hier so. Komm, 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 komm. Wir müssen die irgendwann mal treffen. So, hm. Vielleicht bauen wir nochmal unsere Festung so ein bisschen aus in der Zeit. Können wir ja alles machen. Wir haben es ja. Hm. Was ist eigentlich mit Rot? Macht er irgendwas? Ist er noch da? Nice. Das wird schön, dann den nachher fertig zu machen. Der wird da schön Spaß dran haben, sein Bett zuzubauen. Muss er natürlich auch machen. Klar. Wenn er sich irgendwann rauswagen will, dann ist das die einzige Möglichkeit, da was zu machen. Denn so, was hat der jetzt? Hat er jetzt auch den stärksten Bogen? Ich weiß es nicht. Oder hat er eine Enderperle vielleicht? Guck mal, da oben sitzt einer an den Bäumen gerade. Okay.
Gerade scheinen die ein bisschen abgelenkt zu sein. Ja, er stürmt auch. Soll ich auch stürmen? Ich glaube, das könnte keine dumme Idee sein, wenn die uns nicht rechtzeitig bemerken. Oh ja, wir sind da. Oh, der hat ein Eisenschwert, der hat ein Eisenschwert. Das werden wir nicht überleben. Lange. Nein, 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 nein. Oh, wir haben alles weggeklatscht. Wir haben alles weg. Oh Gott, da hat einer noch einen Bogen. So, okay. Erstmal essen. Und dann müssen wir hier irgendwie aushalten. Einer hat noch einen Bogen. Das ist das Schwierige in der Sache. Und wir müssen raggen. Vorher können wir da nicht reinstürmen. Und vielleicht auf den anderen noch warten. Und so lange müssen wir hier irgendwie aushalten. Okay, er droppt Schafe. So, da. Jetzt nur noch ein bisschen treffen. Den hier unten am besten auch noch. Oh ja, den haben wir sogar gleich runtergehauen. Nice. So, den auch. Wunderschön. Wunderschön. Okay. Au, 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 au. Kommt er noch rüber? Jo. Ist noch rübergekommen. So, sehr gut. Hier können wir ein bisschen rumschnetzeln. Der dürfte das alles schaffen. Der dürfte das alles schaffen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und den Rest kriegt er vielleicht auch noch hin. Das nenne ich Teamarbeit. Das ist echt ein guter Teampartner. Der erledigt hier alles. Einer lebt noch. Der im Baum sitzt wahrscheinlich. Okay. Der ist jetzt tot. Aber gut, der im Baum sitzt, kann nicht so viel machen. Stimmt, und den roten gibt es ja auch noch. Klar, ich habe jetzt gedacht, jetzt haben wir schon gewonnen. Ganz so leicht wird es dann doch nicht. Da haben wir noch eine harte Nuss vor uns. Da haben wir noch eine harte Nuss vor uns. So, ist der noch im Baum? Ich sehe ihn nicht, ehrlich gesagt. Aber irgendwo hier muss der ja sein. Ah, da hinten. Ist er im Haus? Ja. So, komm, 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 komm. Jawohl. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber er muss definitiv aufpassen. Gut, den grünen haben wir. Das heißt, jetzt bleibt uns noch der rote übrig. Nice wie immer. Ein Fell muss ja in jeder Runde mit dabei sein. Aber ist auch nicht so wichtig. Ist vielleicht ganz gut, dass wir wieder hier sind. Wie sieht der Plan aus? Wie sieht unser grandioser Plan aus? Ich würde ja gerne erstmal rübergehen. Das heißt, wir bauen uns wahrscheinlich jetzt erstmal rüber. Und dann sehen wir weiter, wie das Ganze ablaufen wird. So, ein paar Steinchen also. Ein Bogen wird er definitiv haben. Definitiv. Weil wir können uns ja so auf Höhe des Hauses vielleicht bauen. Beziehungsweise hat er vielleicht auch mehr die Mitte im Blick als den Weg zu uns, ne? Von daher bauen wir uns mal vielleicht von hier so einfach rüber. Vielleicht klappt das. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So. Der andere kann ja vielleicht von der Mitte aus ein bisschen für Ablenkung sorgen. Das wäre super. Vielleicht hat er auch schon Enderperle und Gravitationsgranate und alles bereit. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mitspieler. Und das vermisse ich. Es sind oft Leute da, die einfach nur dastehen, die ganze Zeit das Bronze wegfressen und nichts machen. Und das ist dann ein bisschen scheiße. Oder so Troller, die dann meinen, also nicht unbedingt Troller direkt, sondern teilweise auch so indirekt, die dann meinen, ja, es ist besser, wenn wir keinen Weg zur Mitte haben, weil dann kommen die Gegner ja auch nicht zu uns. Ist natürlich sehr clever auf einer Map, wo es nur Gold in der Mitte gibt. Ohne Gold ist ein bisschen schwierig. Auf den meisten Maps. Auf der 8x1 Map geht es auch ohne. Da braucht man das Gold eigentlich so gut wie nicht. Ja. Aber. Und der dann halt immer, wenn man einen Weg baut, den sofort abbaut und so weiter. Und der sich auf keinen Kompromiss einlässt. Der Truhen verstecken will und man, ne? Und die dann immer zubaut. Und wenn man die wieder aufbaut, die wieder zubaut. Oder die sich da irgendwie ins Bronze, in den ganzen Spendersachen verbarrikadieren und so. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen von. So, wo ist denn der Typ jetzt eigentlich, der Rote? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, ein bisschen Steine haben wir noch. Müssen wir mal gucken, ob wir da gleich was erreichen können. Ich habe den halt noch null geortet. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht hat er sich mit Enderperle schon längst irgendwo hingeworfen. Oh. Oh, oh, da ist er, okay. Da ist er.
einfach jetzt hin. Da drüben. Okay, unser ist auch mit drüben. Jetzt liegt es vielleicht mal an uns hier, uns durchzubuddeln. Das hat er natürlich hier schick gemacht. So, wir buddeln uns jetzt hier vielleicht mal ein. So. Ach, was? Da ist der Weg einfach offen. Ah. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen. Ja, der baut sich jetzt da natürlich ein. Ganz klar. So. Hier jetzt noch ein bisschen weiter buddeln. Hier noch weiter buddeln. So, und jetzt lass mich. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Okay. Oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, sehr gut. Der Rote wurde getötet. Jetzt nur noch diese Truhe hier. Sehr gut. Ah, natürlich ist sein Bett auch ein bisschen geschützt. Das war zu erwarten. Naja, ein bisschen. Sehr gut. Das war jetzt vielleicht nicht das spannendste Ende, aber was soll man machen? Auf jeden Fall war der Kampf gegen Dings relativ spannend und endlich mal wieder eine Runde gewonnen. Also wenn ihr die Challenge sehen wollt, die ich am Anfang angesprochen habe, hoffentlich, dann 10 Likes und dann kommt die hoch. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt auch gleich zur Uni. Ich habe jetzt 3 Runden Bed Wars aufgenommen. Mal sehen, ob ich alle davon hochladen werde. Wie gesagt, die Challenge, bin ich mir nicht so sicher. Bei der anderen Runde muss ich mir auch nochmal angucken, wie die genau gelaufen ist. Und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir uns. Aber die lief ja jetzt ganz erfolgreich eigentlich. Hat mir Spaß gemacht, wie immer. Und ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann. Bis dahin und tschüss.